Hüpfe zu Rapunzel. Okay, das ist das letzte Ei. Das ist scheinbar ein Hinweis, den wir kriegen. Dann würde ich mal vermuten, es geht hier hoch. Haben wir hier oben irgendwas falsch gemacht? Sind wir da oben nicht rein? Ach, nein. Doch, wir sind doch da oben rein, oder? Doch, sind wir auf jeden Fall. Allerdings habe ich noch eine Vermutung. So. Das sind hier diese Wirbel, die uns nach oben transportieren. Ich habe jetzt gerade eine Vermutung entwickelt. Beziehungsweise, ja, das ist schon mal gut. Und das ist noch besser. Und da drüben ist noch irgendwas. Zwei fehlen noch. Ah, zwei Stück. Das kann doch nicht wahr sein. Da unten liegt da noch was. Warte, Moment. Ach nee, das sind ja gar nicht die, die wir im Level gesammelt haben. Wichtig, Sheila, das Känguru wird derzeit woanders aufgehalten. Und zwar von mir. Komm bitte in ein paar Jahren zurück. Ah, das heißt, da müssen wir rein. Moment mal, wie viele Edelsteine haben wir denn dann hier? Das finde ich doch viel wichtiger. Ach, wir haben erst 311. Oh je. Ja gut, dann ist es natürlich möglich, dass wir das erst können, wenn wir Sheila befreit haben. Dann würde ich sagen, schieben wir dieses Level ein Stückchen nach hinten und begeben uns erstmal zurück in die Bad Sonnenaufgang-Welt. Und dann müssen wir Sheila das Känguru befreien mit dem Geld, das wir haben, und kommen dann zurück und so. Ich glaube, das Vorgehen ist klar. Blöd finde ich, dass das oben nicht angezeigt wird, wie viele wir in dieser Welt gesammelt haben, sondern nur wie viele wir insgesamt haben. Weil mich interessiert das ja viel mehr, wie viele wir in der Welt haben. Muss ich das immer nachgucken. Ja. Okay. Gut, 300 Edelsteine werde ich aufbringen können jetzt inzwischen. Hallo Geldsack, du Sau. Ich kriege ein Vermögen dafür, Sheila das Känguru unter Verschluss zu halten. Ach so, oh ja, tut mir leid. Dieses nervige Tier muss der armen Zauberin ganz schön viel Ärger gemacht haben. Nun, ich könnte das Känguru aus Versehen entkommen lassen, wenn du mir, sagen wir mal, eine kleine Gebühr bezahlst. Ah, Spyro, wie herrlich naiv du bist. Deine Gutherzigkeit könnte dich eines Tages auf den Kopf kosten, doch im Moment macht es mich nur reich. Ja, genau, das ist der Geldsack. Hey, ich hoffe, du weißt diese Gefälligkeit zu schätzen, dass ich dich rauslasse. Das ist nett von dir, Kumpel. Schwamm drüber, ja? Richtig, schließlich mache ich nur meine Arbeit. Ja! Ich schätze, du bist einer dieser Drachen. Ja, heißt es Spyro. Hätte nie gedacht, einen zu treffen. Ihr Drachen habt mal diese ganze Welt regiert. Dann seid ihr plötzlich verschwunden. Puff! Drachen lebten hier? Hast du nicht gewusst? Man sagt, es ist über 1000 Jahre her. Und dann verschwanden sie. Ja, und das Unheimliche ist, nachdem sie weg waren, verschwand auch die ganze Magie aus dieser Welt. So als ging sie mit ihnen. Ich meine, man sagt, diese Welt war früher magisch. Fliegende Schiffe, singende Wälder, Wunschstein und so. Aber als die Drachen weggingen, hörte das auf. Und deshalb funktionieren einige der Tore nicht? Ja, sie fingen auch an zu erlöschen, eins nach dem anderen. Nun, ich sollte mal nach Hause gehen, Schadensprüfung machen. Kannst mich jederzeit besuchen. Das ist interessant. Kleiner Hinweis noch, wo ich das gerade sehe. Es ist so, dass ich durch, auch trotz vielem Testen, einen Fehler, einen grafischen Fehler im Emulator drin habe, der auch mit aufgenommen wird. Und zwar ist das ein Flackern dieser Zwischenbilder, wie wir es gerade gehabt haben mit dem Das Abenteuer geht weiter. Ich kann das theoretisch durch Schneiden wegbiegen. Allerdings, ja, kann es sein, dass ich das vergesse. Deswegen bitte ich das zu entschuldigen. Falls das tatsächlich passieren sollte, dass ihr dieses Flackern seht, ihr werdet es erkennen, wenn ihr es seht, dann tut mir das leid, dann habe ich das vergessen rauszuschneiden. Ansonsten versuche ich das nämlich mit, ja, quasi mit der Videobearbeitung dann zu korrigieren, dass ihr davon nichts seht. Nur, dass ihr das schon mal wisst, dass das sein kann. Ne? Gut, hätten wir das auch geklärt. Dann wollen wir jetzt mal
Sheila besuchen, beziehungsweise hier irgendwas mit Sheila machen, weil hier steht ja Sheila dran. Spyro, danke, dass du vorbeigekommen bist, aber im Moment bin ich in meiner Heimatwelt schwer beschäftigt. Komm mich dort besuchen. Ach, okay, gut. Das heißt, wir müssen erst Sheilas Heimatwelt fertig machen, um da reinzukommen. Ach, Blödsinn. So, beenden wir das Level einfach mal. Und gehen Sheilas Alm besuchen. Fände ich mal cool und wichtig, das möchte ich euch nämlich zeigen. Das ist nämlich eine Sache, die sich in Spyro 3 geändert hat zu Spyro 1 und 2. Beziehungsweise ein neues Feature, sag ich mal. Und deswegen besuchen wir jetzt erstmal Sheilas Alm. Und da ist das Spiel abgestürzt. Juhu. Gut, dann werde ich das Ganze nochmal neu starten, eben einen Augenblick. Ja, für euch einen Moment später. Für mich, ja, annähernd 12 Stunden später. Ja, ich werde jetzt mal ein bisschen noch hier rumlaufen und ein bisschen Edelsteine sammeln. Denn es hat sich Folgendes herausgestellt. Spyro 3 ist unglücklicherweise schreibgeschützt. Das... Nein. Oh, ja, die erzählt etwas über ihre Kamera. Über die Kamera, das ist jetzt relativ unwichtig. So. Also es ist ein kopiergeschützt und das hat dem Emulator extrem Probleme gemacht, denn ich muss das mal kurz erklären. Also ich spiele oder ich habe angefangen zu spielen mit der Original-CD im Laufwerk. Ich benutze den EPSXe-Emulator und da kann man auch einfach direkt von der CD spielen. Hat soweit auch ganz gut funktioniert, haben wir ja gesehen. Die erste Aufnahme ist quasi live von der CD gewesen. Oder der erste Teil jetzt, den ihr gesehen habt. Jetzt geht das nicht mehr, denn, das habt ihr gesehen, als wir Sheilas Alm betreten wollten, ist einfach gnadenlos alles abgeschmiert. Ich geh jetzt gerade nochmal hier gucken, ob ich hier auch alles wieder eingesammelt habe. Das liegt an dem Kopierschutz, den Spyro 3 anscheinend beinhaltet. Ich musste da ziemlich lange recherchieren, um rauszukriegen, woher dieser Fehler kommt. Und hab da ziemlich viel herumprobiert, das liegt, wie gesagt, an dem Kopierschutz. Und zwar gibt es bei CDs sogenannte Sub-Channels. Da sind meistens eher unwichtige Informationen drin gespeichert. Spyro nutzte dies hier, um zu verifizieren, dass die CD, ja, eben eine Original-CD ist. Problem bei der Geschichte war nur, dass das scheinbar alles nicht funktioniert hat, diesen Sub-Channel mitzulesen. Beziehungsweise, ich habe das, glaube ich, nicht aktiviert gehabt oder so ähnlich. Und dadurch hat der Emulator, beziehungsweise das Game, halt gedacht, ja, dann ist das gefälscht, das Spiel. Ist leider nicht so. Das ist blöd, aber naja, jeder kann sich mal irren. Und dadurch war der Spielstand dann hin. Das habe ich allerdings nicht gemerkt, dass der Spielstand hin ist, sondern ich habe alles Mögliche ausprobiert, um diesen Spielstand zu fixen. Ich habe die Subchannels mitlesen lassen, ich habe Images, ich weiß nicht, wie viele Images ich gemacht habe, von dieser Disc, bis das mal alles funktioniert hat. Jetzt im Endeffekt habe ich dann ein Image erstellt mit Subchannels und spiele jetzt von dem Image. Das Ganze soll performanter sein als von der Original-CD. Und das funktioniert jetzt auch, weil die Subchannels mit drin sind und die bei dem Image auch automatisch gelesen werden. Das Problem war halt, dass ich dann nicht gemerkt habe, dass der Spielstand dann kaputt war. Deswegen habe ich jetzt alles nochmal nachgestellt. Deswegen tut es mir leid, wenn jetzt meine Anzahl an Diamanten oder Edelsteinen ein klein wenig anders ist. Das hier habe ich auch soweit wieder gemacht mit Eidechsen, Skaten und so weiter. Ich weiß nicht, ob wir da sonst eine andere Anzahl an Edelsteinen hatten. Keine Ahnung. Das habe ich auf jeden Fall nochmal alles nachgestellt in einem neuen Spielstand. Und ich hoffe, dass das jetzt funktioniert. Ich habe getestet. Und da hat es funktioniert. Und deswegen wollen wir das jetzt auch gleich direkt mal auf die Probe stellen. Und Sheila freikaufen. Das hatten wir schon. Das habe ich jetzt nur noch nicht gemacht. So, dann wollen wir sie mal wieder befreien. Oh, Spyro, wie herrlich naiv du bist.
Deine Gutherzigkeit könnte dich eines Tages noch den Kopf kosten, doch im Moment macht es mich nur reich. Hey, ich hoffe, du weißt diese Gefälligkeit zu schätzen, dass ich dich rauslasse. Das ist nett von dir, Kumpel. Schwamm drüber, ja? Richtig, schließlich mache ich nur meine Arbeit. Ja! Hat er verdient. Ich schätze, du bist einer dieser Drachen. Ja, heißt es bei... Gut, ich habe das jetzt mal übersprungen. Das kennen wir ja schon, das habt ihr eben erst gesehen. Tut mir leid. So, jetzt kommt der Moment der Wahrheit. Shilas Alm. Ich werde nochmal gerade hier zu einer Fee flitzen. Obwohl das eigentlich nichts bringt, weil das wird ja eh gespeichert, wenn ich da reingehe. Aber dann wollen wir mal sehen, ob das alles funktioniert hat oder ob ich jetzt wieder von neu anfangen darf. Allerdings hoffe ich das nicht. Ich habe auch nochmal die Memory Cards gesichert vorher, dass ich mir das nichts zerschieße oder so. Oh ja. Danke nochmal, Spyro. Jetzt muss ich herausfinden, was diese garstige Zauberin mit meinem Zuhause angestellt hat, während ich eingesperrt war. Es hat funktioniert. Gott sei Dank. Gut, dann spielen wir jetzt mal Shilas Alm. Ihr seht jetzt einen kleinen Unterschied. Hallo, Shila. Während du weg warst, hat uns ein Haufen Rinox aus unseren Hütten vertrieben. Ist aber nicht so schlimm. Bobby, Pete und ich arbeiten an einem schlauen Plan, sie wieder zurückzubekommen. Wir sind jetzt Shida, das Känguru, mit Doppelsprung, wie es scheint. Und mit einem Tritt. Das ist aber auch die einzige Attacke. Das heißt, wir können hochspringen, haben dafür aber keinen Elementarangriff. So würde ich es jetzt mal bezeichnen. So, das scheint da der Ausweg zu sein. Sparks begleitet uns schönerweise. Und dann schauen wir mal. Hui. Also das ist eine Neuigkeit in Spyro 3, nämlich dass man eben auch als andere Charaktere als Spyro spielt. Ne, das ist ja das erste Mal quasi. So, du gehst flöten. Da sind nur die hier. Okay. Und wir erinnern uns ja, ich wollte ja schon in Shidas Welt in der anderen Welt gehen, in Villa Sonnenschein oder so. Ne, Villa. Doch, so hieß das doch. Oh, es geht nicht. Mit deinem Doppelsprung kommst du auch so steile Klippen wie diese hier hoch. Drück die X-Taste zum Springen, dann drück sie nochmal genau, wenn du den Boden berührst, um einen Doppelsprung zu machen. Wenn du das erstmal beherrschst, kommst du überall hin, wo du willst. Oh, das ist gut zu wissen. Da kamen wir aber ja noch nicht rein, weil Shila erstmal hier aufräumen muss. So, hier oben. Ah, so geht das, okay. Yippie-yay. Das funktioniert tatsächlich ziemlich gut. Und wir kommen tatsächlich ziemlich hoch, das ist sehr nützlich. Ah, endlich zu Hause. Hier. Okay, hier scheint ein Soundfehler aufgetreten zu sein. Aufgehoben, um ein Omelette daraus zu machen. Aber ich glaube, dass du es mehr verdienst. Oh ja, wieder ein Drache mit Schleife. Ah, entschuldige, meine Stimme ist wieder etwas rau, habe ich das Gefühl. Aber da macht man nix. Oh ja. Boom. So läuft das. Sehr schön. Wie viele Diamanten, Edelsteine brauchen wir hier? Ich sag immer Diamanten, aber ich meine Edelsteine. Hilft Bobby nach Hause, hilft Billy nach Hause und wahrscheinlich hilft Pete nach Hause. Das ist jetzt meine Vermutung. Basierend auf den bisher genannten Fakten. So, gut. Zack. Hier ist dieser Stein, nervt mich. Okay, kann man einfach wegtreten. Gut zu wissen, gut zu wissen. So.
Irgendwie habe ich hier den kompletten keinen Überblick. Ah, da ist wieder ein Häuschen. Das geht ja schnell hier. Oh, da oben sind wieder Dinge. Das ist halt die Frage. Ah doch, da komme ich auch hochgesprungen, ne? So, sehr gut. Muss man natürlich erstmal wissen, dass man das kann, aber da wir ja die Teile vorher gespielt haben, wissen wir das ja. Eine Sache, die ich bei Spyro übrigens sehr cool finde, ist eben dieses Einsammeln von Edelsteinen, ohne dass die verschwinden oder so, sondern mit diesem Maximallimit. Also, dass es eine bestimmte Anzahl gibt und die muss man sammeln. Das finde ich irgendwie cool. Ich weiß nicht warum, aber es ist irgendwie cool. So, da sind Fackeln. Hier haben wir noch sowas. Ansonsten ist das nur das Haus, also weg. So, und das noch.